Ja, hallo. Heute möchte ich mit dir über ein besonderes Thema sprechen. Ja, also jeder spürt, die deutsche Wirtschaft leidet unter der Energiekrise und der hohen Inflation. Ja, und das betrifft natürlich jeden von uns. Also es ist spürbar im Geldbeutel, es ist spürbar im Portfolio bei der Geldanlage. Und auch die Geldelite dieser Welt verliert an Vermögen. Darüber wollen wir heute sprechen. Auch die deutsche Geldelite verliert an Vermögen. Aber wir wollen uns natürlich auch anschauen, was machen diese Menschen anders? Was macht sie dann so außergewöhnlich? Wie sind die Portfoliostrukturen? Auf was legen sie besonders Wert, um dann letztendlich ihren Wohlstand zu sichern? Und ja, wenn das Thema sichere und gewinnbringende Geldanlage, Erfolg und Unternehmertum dein Thema ist, dann schau dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an. Denn dann kannst du auch ableiten, ob du dich auch in dieser Range bewegst, wie diese Milliardäre, wie dein Portfolio aktuell aufgestellt ist oder ob du nachjustieren solltest. Und ja, also wie gesagt, bleib dran. Es wird interessant. Nach dem kleinen Intro geht es immer los. Bis gleich, dein Marco Reus. Okay, um das Video natürlich nicht unnötig in die Länge zu ziehen, werde ich unten in der Videobeschreibung auch nochmal das ein oder andere verlinken. Ich habe mir mal einfach so ein paar Berichte rausgezogen. Ja, ich bin über einen besonders gestoßen, den ich heute hier auch mal dann zitieren möchte. Und da geht es mir jetzt mal speziell um das Thema Deutschland. Ja, in Deutschland ist es aktuell so, insgesamt gibt es derzeit ca. 212 Milliardäre in Deutschland. Einen weniger als 2021 und das liegt halt daran, dass aufgrund der zahlreichen Krisen natürlich das Vermögen geschrumpft ist. Ja? Denn viele dieser Milliardäre sind ja auch Self-Made-Milliardäre oder durch Unternehmen reich geworden, an denen sie natürlich die größten Beteiligungen selbst halten und durch den Kursrutsch rutscht man halt dann vom Vermögen einfach genauso nach unten wie jeder andere Investor auch. Und was an Zahlen da rauszulesen ist, also die 100 reichsten Deutschen haben 54,7 Milliarden eingebüßt. Also es ist jetzt auf 667,3 Milliarden geschrumpft, wenn man das so will. Ja, und jetzt kommt aber, das entspricht einem Minus von 7,6% im Vergleich zum Vorjahr, also vom September 21 bis September 22. Und da möchte ich auch nochmal an der Stelle auf unser Video verweisen, unsere Quartalsergebnisse, Quartal 3 2022, das kannst du dir nochmal anschauen. Also auch da ist es einfach wichtig, dass man das gerne auch mal sein eigenes Portfolio vergleicht mit den Ergebnissen jetzt dieser Superreichen oder mit unseren Ergebnissen. Ja, wo liegst du da? Denn im Laufe dieses Videos möchte ich dir natürlich auch mit auf den Weg geben, auf was es zu achten gibt und was diese Menschen so besonders macht, dass dieser Wohlstand vor allem erhalten bleibt. Es gibt ja einen großen Gegner, wir haben schon mal das Wort gehört, natürlich auch die Inflation und das wollen wir uns natürlich erarbeiten. Also wir wissen, dass das also aktuell um 7,6% im Vergleich zum Vorjahr gefallen ist, wenn man jetzt mal bei den deutschen Milliardären bleibt. Und dazu muss man wissen, dass es im Vergleich zum Aktienmarkt, wenn man das jetzt vergleicht, also der DAX 40 hat in der Zwischenzeit von September 21 bis September 22 um rund 17% eingebüßt. Also und auch da verweise ich einfach nochmal an unser Video, damit man versteht, auf was zu achten ist, dass wenn man sich ein Portfolio baut, dass das auch das Höchstmaß an Sicherheit generiert, das man sich wünscht. Ja, dazu gibt es ein paar Verhaltensregeln, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, aber das sind mal die Zahlen, also das muss man einfach mal wissen. Also die haben um 7,6% eingebüßt und der deutsche DAX hat um minus 17% korrigiert. Ja, jetzt kann man diese ganzen Weltindizes herziehen. Wir können das jetzt vergleichen, wie es in Amerika aussieht. Ich verlinke unten da nochmal, wie es bei den amerikanischen Milliardären aussieht und so weiter. Aber ich möchte auf was ganz anderes hinaus. Also was macht dann immer wieder den Unterschied aus? Was machen diese Milliardäre anders? Also generell kann man natürlich sagen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der ganzen Welt sind die reichsten Menschen dieser Welt reich geworden, weil sie einfach außergewöhnlich sind, ja, weil sie eben mit Handel, Produktion, Lebensmittel oder Konsumgüter eine Unternehmung gebaut haben, die halt außergewöhnlich erfolgreich ist. Diese ganzen Menschen, die haben wir schon oft zitiert, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Zuckerberg, wie sie alle heißen. Und die sind natürlich Großaktionär in den meisten Fällen auch noch von ihrem eigenen Unternehmen. Und sind generell an der Börse natürlich investiert oft und natürlich auch außerbörslich.
Und wenn man sich jetzt die aktuelle Zeit wieder so anschaut, ja, es ist eine sehr schwierige Zeit, wollen wir natürlich mal wissen, was macht diese Menschen oder was macht die Portfoliostruktur dieser Menschen so besonders? Also wie sich zusammensetzt, wer was wie wo verloren hat. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung einfach nochmal die Links dazu. Aber ich möchte speziell auf eine Sache hinaus. Und diese eine Sache, über die ich mit dir sprechen will, ist, weshalb funktioniert bei diesen Superreichen so außergewöhnlich gut? Also, dass sie jetzt weniger verlieren wie die breite Masse, dass sie, wenn es wieder in die andere Richtung geht, ja, dass sie dann auch ganz schnell wieder in der Gewinnphase sind, noch reicher sind oder werden als jemals zuvor. Und das liegt einfach an den Grundregeln und den Grundtugenden des Investierens. Und da habe ich jetzt mal ein paar Schlagworte mitgebracht, die fundamental wichtig sind. Das erste ist mal die Diversifikation. Also diese breite Streuung, die in diesen Portfolien dieser superreichen Menschen steckt, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber wenn ich über Diversifikation spreche, dann meine ich in dem Fall nicht nur, dass ich verschiedene Anlageklassen spiele, also Assetklassen spiele, über das sprechen wir ja auch oft, sondern dass ich auch unterschiedliche Anlagestrategien einsetze. Und diese unterschiedlichen Anlagestrategien, das ist ja das, was ich immer betone hier. Das ist also, es gibt ein Core-Investment, ein Kerninvestment, das man sich am besten zusammenbaut. Also wie die es alle machen, Aktien, nochmal Edelmetalle, Immobilien. Ja. Viele Superreiche haben natürlich auch an den gigantischsten Standorten ihre Immobilien. Ja, das ist auch klar. Und dann, was sie auch haben, sind außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen. Also, dass sie halt wirklich Start-up-Unternehmen mal mit Geld füttern und da, wie gesagt, sie aussichtsreichen Positionen sind, um diese komplette Wertschöpfungskette mitzunehmen. Und wenn dich dieses Thema speziell auch interessiert, was nur einen kleinen Baustein in deinem Portfolio ausmachen sollte, dann habe ich an der Stelle auch noch einen kleinen Tipp für dich. Wir werden also dazu ein Webinar aufzeichnen. Wir zeichnen das auf und werden das dann in unserem Newsletter-Verteiler an unsere Mandanten mal verteilen, dass man auch sieht, wie der Kleinanleger gerade jetzt in dieser kritischen Phase an dieser außergewöhnlichen Chance teilhaben kann, außerbörslich sich jetzt an ausgesuchten, wunderbaren Unternehmen zu beteiligen. Also auch nur das an der Stelle. Also Diversifikation bedeutet nicht nur, dass ich verschiedene Assetklassen, Anlageklassen spiele, sondern ich auch verschiedene Strategien spiele. Ja? Außerbörslich, börslich und immer das, nur das kaufen, was man selbst auch versteht. Also das ist mal das Erste. Also je größer ein Vermögen wird, desto wichtiger ist die Diversifikation. Den Markt so abzubilden, wie er besteht. Also nach seiner Marktkapitalisierung an der Börse, die einzelnen Assetklassen und strategisch, ganz wichtig. Diese Strategien sind fundamental wichtig, damit man also da das Höchstmaß an breiter Streuung auch kreiert. Also das ist mal ganz wichtig. So. Was sie außerdem mitbringen, ist natürlich Disziplin inklusive Durchhaltevermögen. Das heißt, diese Menschen sind ja nicht reich geworden, weil sie die Füße hochlegen und warten, was passiert, sondern die sind proaktiv unterwegs. Diese Dinge, die sie selbst nicht umsetzen können, wollen oder zeitlich nicht schaffen, lagern sie aus. So, und da kommt das Nächste dazu, das ist dann das Risikomanagement. Und da sind es oft Family Offices, da sind es dann oft Vermögensverwalter, ja, die dann im Hintergrund die Strippen ziehen, weil was macht das mit einem? Es lässt den wichtigsten Faktor Emotion außen vor, indem ich das auslagere, solche Dinge. Und wenn du das selbst nicht kannst, wie gesagt, ich kann es hier an der Stelle auch nur anbieten, einmal mehr, ja, dann zum Hörer zu greifen, ein kostenloses Kennenlerngespräch mal zu buchen und einfach mal zu gucken, wenn du selbst nicht in der Lage bist, dir ein breit gestreutes, diversifiziertes Portfolio zu bauen, dass du also da einfach mal dir vielleicht jemanden mit ins Boot holst. Also das nur an der Stelle. Das Wichtige ist in dem Zusammenhang, je breiter dann so ein Portfolio aufgestellt ist, je größer das es dann wird, dass man A, mehr Ausgewogenheit erreicht und dann vor allem auch in diesen kritischen Phasen, in der wir uns auch jetzt befinden, weniger Verlust kreieren wie der Markt selbst, also wie die einzelnen Märkte, muss man dann sagen. Also wie gesagt, wie jetzt beispielsweise der DAX, der Dow Jones, S&P, wir haben das ja, wie gesagt, in unserem Video mit den Quartalszahlen auch, dann MSCI World, ja, haben wir dann verglichen, um das einfach mal klar zu machen, worauf es dann letztendlich ankommt. Also, dass man in den Phasen, wo es nicht läuft, möglichst wenig verliert, um dann auch wieder schnell in der Gewinnphase zu sein und natürlich vor allem dann, und darum geht es heute den meisten
Anlegern in Deutschland ja immer noch, dass man auch der Inflation ein Schnippchen schlägt. Ja? Und das habe ich hier nochmal aufgearbeitet. Also das ist für all diejenigen, die noch keine Entscheidung getroffen haben mit ihrem Geld. Also ich treffe immer wieder noch Menschen, wie gesagt, auch die letzten Beratungen, die ich hatte, wieder hunderttausende Euros lagen dort auf dem Konto. Und jetzt wird eine Anlageentscheidung endlich getroffen, zum Glück. Denn wie gesagt, man muss sich das mal anschauen, was passiert denn mit dem Geld, wenn wir jetzt uns die aktuelle Inflationsrate anschauen. Und an der Stelle möchte ich unbedingt noch mal darauf verweisen, dass die echte Inflationsrate deutlich über der liegt, die wir immer vorgegaukelt bekommen mit diesem Warenkorb. Also im September lag die deutsche Inflation bei 10%. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Wie gesagt, ob das jetzt dann aktuell die 10 sind oder generell immer so hoch liegt, das liegt ja an jedem selbst, welchen Warenkorb er für sein tägliches Leben selbst nutzt. Ja, da müsste man also wirklich mal ein Haushaltsbuch führen und müsste mal gucken, wo liegt die eigentliche Inflation. Da wird man ganz schnell feststellen, dass auch vor der Zeit der gestiegenen Inflation die Inflationsrate deutlich über dem lag, was uns da eben suggeriert wurde. Ich verweise hier nur an Shadowstats, das ist ein amerikanischer Anbieter, der sowas auch misst. Kann man einfach nochmal anschauen. Also 100.000 Euro habe ich hier mal als Ursprungsbetrag, ich blende es auch nochmal ein, aktuell zur Verfügung gestellt. Und mit einer Inflationsrate von 10%. Was passiert mit diesem Geld in 5 Jahren? Also einmal, du lässt es auf dem Konto liegen, machst nichts, dann möchtest du ein Investment machen und Inflation beträgt 10% auf die nächsten 5 Jahre. Das bedeutet dann letztendlich, dass das, was heute 100.000 Euro kostet, in 5 Jahren einen Preis hat von 161.051 Euro. Du siehst ja, also der künftige Preis ist wesentlich höher. Also die Kaufkraft ist verschwunden. Und wenn man jetzt die zukünftige Kaufkraft anschauen würde, das heißt also, was kann ich mir mit den 100.000 Euro tatsächlich in 5 Jahren noch leisten, dann kannst du dir in 5 Jahren bei einer Inflationsrate von 10% noch für 62.092,13 Euro was kaufen. Und das ist ein realer Verlust deines Vermögens. Und wenn man sich jetzt die Anlagen anguckt, die es in Deutschland immer noch so gibt, viele Sachwertanlagen, dann haben wir einen definitiven realen Vermögensverlust. Egal, ob du in Zinspapiere investiert bist, was auch immer du so tust. Langfristig, wie gesagt, wir haben diese Superreichen deswegen mit ins Boot genommen, damit man also auch sieht, wie machen die es. Ja, mit diesen breit diversifizierten Portfolien sind sie eben in der Lage, auch solche schwierigen Zeiten zu durchstehen, zu bleiben. Und jetzt kommt es wieder, haben wir in vielen Videos schon immer wieder betont, die besten Tage in der jeweiligen Anlageklasse eben mitzunehmen, die wiederum fundamental wichtig sind für das langfristige Anlageergebnis. Und wenn man dieses Thema spielt, ja, also sich ein breit gestreutes Portfolio baut, nur dann habe ich die Möglichkeit, überhaupt langfristig einen realen Vermögens- und Wohlstandserhalt zu generieren. Also ich muss nach Kosten, nach Steuern, nach Inflation einfach einen positiven Realertrag abholen. Das geht nur, indem ich mein Geld wieder auf die Arbeit schicke. Das ist ja auch so ein ganz schlauer Begriff, der von den Banken mal kreiert wurde. Aber was arbeitet denn? Also Geld, diese Papierzettel, die bedruckten, die können nicht arbeiten gehen. Arbeiten können Menschen, Maschinen, dann in Unternehmen wird gearbeitet. Also ich kann mich üben mit meinem Tausch von Papier in einen Sachwert an breit gestreut weltweit zwischen 10.000 bis 15.000 Unternehmen weltweit beteiligen. Dann habe ich ein Portfolio, das man Weltportfolio nennen kann. Wie gesagt, strategisch vorgehen, wie wir das tun. Wie gesagt, ich verweise nochmal auf unser Quartalsvideo. Wichtig auch in der schwierigen Phase jetzt ruhig mal die Ergebnisse anzuschauen, dass man also auch ein Gefühl dafür bekommt, weshalb strategischer Vermögensaufbau wichtig ist, weshalb es wichtig ist, mit einer Strategie an den Start zu gehen und nicht einfach was zu machen, was man da draußen irgendwo mal hört. Und da appelliere ich vor allem auch an diejenigen, die seit Jahren immer wieder erzählen, ja, dann kaufe ich mir halt einfach einen ETF, dann bespare ich den halt einfach und sitze das dann aus. Wenn du das kannst, ist das ja wunderbar. Ja, nur man muss halt einfach wissen, wo liegen die Klumpenrisiken, auch beim MSCI World, ja, wie ist es da konzipiert und wie kann ich mich da breit aufstellen, sodass ich in jeder Marktphase möglichst wenig Verluste generiere, sodass ich dann vor allem in solchen Marktphasen wie jetzt wenig Verluste generiere, um dann eben schnell in der Gewinnphase zu sein und dann dort investiert zu sein, wo die Party gerade abgeht.
Und das sieht man ja an den einzelnen nicht zyklischen Werten auch aktuell. Wie gesagt, auch da hatten wir ein Video gemacht. Ich möchte es auch nochmal rausholen zum Thema Nahrungsmittelhersteller, der außergewöhnlich performt hat in dieser schwierigen Phase. Also wie man mit defensiven, nicht zyklischen Werten jetzt gut performen kann, wie man mit Öl im laufenden Jahr richtig gut performen konnte, um nur eins, zwei Dinge jetzt hier zu nennen. Und wenn man das eben weiß, wie man sich so ein Portfolio baut, wie es die Superreichen dann letztendlich auch tun, dann kann man ruhig schlafen, dann kann man, wie gesagt, sein Geld in Sondervermögen wissen. Es haftet nicht für die Schulden von irgendwem. In Sondervermögen investiert zu sein bedeutet, dass ich mein Papier in eine Sache tausche, die Stücke dort ablege, die gehören mir. Das ist mein Geld, wird treuhänderisch verwaltet und im Schadensfall, egal ob von der Bank oder von der Fondsgesellschaft, bleibt es bei mir. Das ist fundamental wichtig. Das wollte ich einfach mal mit dir teilen, dieses Thema hier, diese Milliardäre, wie gesagt, was die anders machen, wie die es anders machen. Und wie gesagt, diese drei Kernthemen sind fundamental wichtig. Also diversifizieren, nicht nur die Assetklassen, sondern verschiedenste Anlagestrategien fahren, ist fundamental wichtig. Das machen die. Dann ist die Disziplin und das Durchhaltevermögen fundamental wichtig. Einhergeht das Risikomanagement, indem man es auch auslagert. Damit kann ich die Emotionen schlagen. Und wenn ich das im Vorfeld alles geregelt habe, dann wird vieles messbar und man kann im Endeffekt sich so oder man kann sich so ein wunderbares Vermögen aufbauen und hat das Höchstmaß an Sicherheit generiert. Das war mir einfach nochmal wichtig in dieser schwierigen Zeit, ja, wo also viele noch immer nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Entscheidend ist, der beste Tag zum Einstieg ist immer der Tag, an dem du das Geld hast. Damit möchte ich es beschließen. Wenn du dich an die Regeln hältst, kannst du nur gewinnen. Das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Video. Dein Marco Reus.